Ich gewinne wieder an Charme. Sehr gut. Jetzt kann ich noch mehr schaffen. Ausgezeichnet! Hey. Yeah.
Modul. Ja, genau so. Wie aufdringlich. Weg von mir. Lassen wir es krachen, Bruder!
Einen Moment. Yeah.
So, und damit guten Tag, willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Mann ey, wie ich wahrscheinlich schon am Anfang des Videos geschrieben habe, oder eingeblendet habe, besser gesagt, es gab einen Soundfehler. Ich habe anscheinend das falsche Mikrofon ausgewählt, beziehungsweise das Aufnahmeprogramm hat automatisch schon wieder das scheiß Mikrofon gewechselt. Ist echt zum Kotzen. Ich musste gerade unterbrechen, weil es hier geklingelt hat. Da musste ich kurz hin. War ein bisschen wichtiger. Zum Glück, sonst hätte ich die Aufnahme unnötig unterbrochen, wobei es im Prinzip intergut war, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht mitbekommen und hätte die restliche Aufnahme auch noch ohne Ton aufgenommen. Aber wie dem auch sei, ich musste die Aufnahme kurz unterbrechen, weil es eben hier geklingelt hat. Und dann ist mir aufgefallen, hey, es wird das falsche Mikrofon benutzt. Es wurde nämlich anscheinend hier die Capture Card als Mikrofon benutzt. Wie zum Teufel passiert so etwas? Was ist das für ein Scheiß? Wie kann die scheiß Capture Card sich so denken, jetzt lass mal mich selber als Mikrofon benutzen. Das wäre doch bestimmt echt geil. Jetzt hört man wahrscheinlich den Sound bisschen lauter. Wahrscheinlich auch irgendwie doppelt. Und es rauscht wahrscheinlich auch ein bisschen oder so. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie einstellen kann. Damit ich das zumindest noch irgendwie anbieten kann. Dann habt ihr halt die erste Hälfte des Videos. Ohne Kommentar. Ist jetzt nicht unfassbar schlimm, weil es ist nicht wirklich viel passiert. Es waren halt nur so Nebenaufgaben. Aber es ist dennoch sehr ärgerlich, klar. Ist ziemlich scheiße. Fuckt mich ziemlich ab, muss ich sagen. Obwohl es eigentlich nicht so schlimm ist. Aber kann ich nicht ändern. Dann ist das nur mal eine Folge so. Dann werde ich die nächsten Folgen besser darauf achten. Am besten auch mal hier die in den Mikrofoneinstellungen, in Systemeinstellungen die anderen Mikrofone, die ich hier habe, ausstellen, damit die nicht mehr ausgewählt werden können. Und dann sollte so etwas in Zukunft nicht mehr passieren. So, kann ich ihn jetzt permanent angreifen? Jawohl. Ich wollte bevor er... Ja, okay. Egal. So, erster Spezialangriff raus. Und ich find's unfassbar heftig, wie viel Style Urbosa hat. Es ist einfach nur nice. Das hat mich jetzt trotzdem getroffen. Ah, ja. Okay. Nun gut. Ja, es ist tatsächlich fast vorbei. Oh, war das knapp. So, jetzt ist es tatsächlich vorbei. Das ist richtig. Zumindest mit dem ersten. Zum zweiten Corona-Hauptmann müssen wir noch hin.
und den anderen Wächter besiegen. Aber das sollte auch kein Problem sein, denke ich. Haben wir überhaupt... Ich glaube, wir haben noch nicht mal den Schatzsäbel ausgerüstet, ne? Ja, ich glaube, wir haben noch nicht mal den Schatzsäbel ausgerüstet. Und trotzdem ist sie so angenehm. Trotzdem ist es so angenehm, mit ihr zu kämpfen. Das ist interessant. Das ist in der Tat sehr interessant. So, machen wir mal Stasis. Machen hier die Ballerina. Und drehen uns ein Ründchen. Dann hauen wir nochmal den dritten Spezialangriff raus. Wenn jetzt noch ein Leune kommt, dann, ja. Dann wäre schade. Dann wäre ein bisschen blöd. So, mein Freund. Dich konter ich im Schlaf aus. Yonobo ist nicht bei dir? Nee. Ich weiß auch nicht, wo er steckt. Bin besorgt. Hoffentlich geht's ihm gut. Boah, wie sie so eine ähnliche Attacke wie Link ausführen kann mit dem Master Sword. Also wie Link mit dem Master Sword ausführen kann. Ah, okay. Wir müssen in die Richtung. Wir müssen in die Richtung. Ich würde aber gerne hier noch ein paar Gegner mitnehmen auf dem Weg. Ihr wisst schon, der Lichtstrahl, den Link machen kann. Den meine ich. Hier rum. Alles klar. Und ich frage mich, ob da oben, ob da ganz rechts oben auf der Karte, ob da noch was abgehen wird. Weil das werden sie ja nicht umsonst dahin gemacht haben. Das kleine Plateau. Gut, es ist natürlich auch so, dass die öfters benutzt werden, die Maps, klar. Das weiß ich schon. Ist mir auch schon aufgefallen. Aber die Missionen wären ein bisschen kurz, wenn wir einfach nur noch den Hinox machen müssten, ne? Finde ich. So. Gut, der Spezialangriff hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Als ob. Na, ja, okay. Wenn wir sein Auge treffen, dann dauert es immer ein bisschen länger, bis er wieder aufsteht. Beziehungsweise dann kann man ein bisschen länger das Stasis-Modul noch benutzen. Aber wenn man... Da, guck. Wenn er schon ganz oben ist, kann man immer noch das Stasis-Modul benutzen. Aber wenn man die Spezialattacke benutzt, dann ist das knapper bemessen. Mit dem Stasis-Modul. Also mit den Balken da. Wie lange man die Balken treffen kann. Zerstören kann. Was auch immer. So. Oh, Moment. Es hat hier sich gerade was am Sound getan. Aber nee, das ist nur... Das hängt nur mit den Lautsprechern zusammen. Okay. Das ist gut. Dann lag's daran auch nicht. Ich habe zurzeit so einen echt komischen Bug mit meinen Lautsprechern, dass die manchmal keinen Ton mehr abgeben, was mich echt hart abfuckt. Ich denke, das liegt nämlich auch mit dem Logitech-Programm in Verbindung. Und ich habe irgendwie nie Bock. Oder ich finde nie die Zeit, da mal nachzufragen, was die Scheiße soll. Weil, wenn ich mir Logitech-Lautsprecher
anschaffe, eine Logitech-Software installiere, dann erwarte ich auch, dass das alles zusammen funktioniert und dass nicht irgendwie alle 30 Minuten jeder Ton ausfällt. Ist zwar nicht gravierend, klar, weil der nach 5 Sekunden wieder da ist und es tatsächlich nur die Lautsprecher betrifft. Es ist jetzt nicht so, als ob es so wäre, dass irgendwie zum Beispiel Shadowplay dann auf einmal den Sound nicht mehr drin hat oder dass man das in einer Bildschirmübertragung nicht mehr hören könnte oder so. Das betrifft tatsächlich nur mich. Keine Aufnahmen oder sonst was. Aber trotzdem ist es übelst nervig, wenn du halt irgendwas am Zocken bist oder du schaust gerade was und dann zerstört es entweder die Atmosphäre oder du kriegst was einfach nicht mit in einer Serie oder in einem Video oder was auch immer, kriegst du einen kurzen Teil nicht mit und fragst dann, hä, was hat er gerade gesagt? Und dann muss man immer zurückgehen. Das ist scheiße. Das ist einfach nur dumm. Hoffen wir jetzt nicht sein Auge oder was? Was soll das? Was ist eigentlich ihre... Achso, sie kann sich aufladen. Ja, stimmt. Aua. Aua. Wäre so ausgerastet, wenn mich jetzt noch die letzte Attacke getroffen hätte. Weil beim ersten Mal war ich ein bisschen zu spät mit dem Ausweichen. Danach habe ich die ganze Zeit gespammt. Da wollte Urbosa nicht. Und beim dritten Mal irgendwie auch nicht. Aber es hat dann noch ganz am Ende gezählt als Attackenhagel. Materialien im Gras, okay. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Aber brauchen wir im Prinzip nicht. Entweder bekommen wir die Materialien aus den ganzen Missionen oder wir können die dann auch noch zusätzlich aus den Suche mit Chica-Sensor Bonus rausziehen. So, hier holen wir uns wieder den Honig. Dann haben wir 22 Stück. Müssen wir nur noch dreimal hier eine Mission abschließen. Was sollen wir denn hier machen? Für Urbosa oder was? Wahrscheinlich. Können wir hier ausrüsten? Okay. Schaden durch Spezialangriff. Ich denke, die beiden locken wir mal. Können wir hier? Nein, ich glaube nicht. Wir müssen hier direkt auf Verkaufen gehen. Da können wir dann das Ding raushauen. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich das in Zukunft nicht mehr machen, weil, wie gesagt, man kann ziemlich easy Rubine farmen. So, aber wir werden jetzt noch hier ein bisschen aufrüsten. So, was war das letzte? Schaden durch starke Angriffe. Ja, komm. Egal. Hauen wir alles weg. Wir leveln jetzt einfach Urbosas Waffe. Kann man... Haben wir hier... Nö. Schade, ich dachte, wir hätten hier noch mehr EP beim Kombinieren. Aber nee. Bei Urbosa leider nicht. So, und ein letztes Mal mit den beiden hier. Und dann hat das direkt eine Stärke von
54. Nice. So, sollen wir sonst noch irgendwo kombinieren? Bestimmt. Wird er mir wahrscheinlich wieder anzeigen, dass wir es machen sollen. Nach der nächsten Mission. Aber ich habe nicht wirklich Bock. Ich mache das dann einfach, wenn wir einen Charakter benutzen müssen. Klar, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Und dann haben wir gerade Urbosa gespielt. Und da habe ich dann nicht kombiniert, beziehungsweise nur wenig. Geschweige denn überhaupt die richtige Waffe benutzt. Aber ich habe sie wenigstens hochgelevelt. So. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch hier die Hauptmission anfangen können oder sollten. Meine Fresse. Ja, man stellt hier alles stumm und dann macht hier trotzdem noch irgendwas Krach. Ja, es ist wunderbar. Also, es ist ganz toll. Oh Mann, ey. So. Ich wüsste aber auch nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Also würde ich sagen, wird das heute tatsächlich mal ein etwas kürzerer Part. Sorry dafür und vor allem sorry, dass es am Anfang so kacke war mit dem Mikro, dass man mich da nicht gehört hat, dass man meinen Kommentar nicht gehört hat. Was soll man machen? Ich werde das vernünftig einstellen. Ich werde alle anderen Mikrofone werde ich ausschalten. Und dann wird sowas hoffentlich nicht mehr passieren. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch dennoch, obwohl ich so hart gefailt habe, gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Dann auch direkt in der Hauptmission. Bis demnächst und ciao.